Das war unser erster Angeltag. Bohauk ist immer noch ein Pollack-Paradies. Wenn wir nach Norwegen fahren, wollen wir nicht nur angeln, sondern sind auch sehr interessiert an Sehenswürdigkeiten und an der fantastischen Natur. Heute geht es mit dem Fahrrad Richtung Varnesfjord. Ab hier geht es nur zu Fuß weiter. Der nächste Angeltag brachte wieder schöne Fische.
Inzwischen ist die E39 zwischen Kristiansand und Mandal fertiggestellt. Wir wollten uns dieses Bauwerk einmal bei Tageslicht betrachten. Bei unserer Ankunft mit der Nachtfähre und zur Abfahrt früh um 5 Uhr ist es immer dunkel. Es ist schon sehr gewaltig und sehr beeindruckend, was die Norweger da in relativ kurzer Zeit gebaut haben. Mitten durch riesige Felsformationen ist es eine technische und logistische Meisterleistung, die so in Deutschland undenkbar wäre. Allein der Tunnelbau ist atemberaubend schnell gegangen. Es ist unvorstellbar, dass sie sich 50 Meter pro Tag durch die Felsen gebohrt haben. Wieder auf Kretistö angekommen, waren die Windsurfer aktiv. Und die riskante Fahrweise mit einem Angelboot war etwas für die Kamera. Ein neuer Angeltag beginnt wieder zum Sonnenaufgang. Thank you.
Heute erlebten wir eine Sternstunde auf dem Meer. Achim hatte einen Dorsch von 1,14 Meter und 13 Kilo am Haken. Wir versuchten alles mit Catch und Release, doch leider war der Drill für den Fisch zu anstrengend. Auch andere Angelfreunde hatten gute Fangergebnisse. Die Freunde von Kutterbord hatten hier eine schöne Doublette von Pollacks und einen seltenen Fang. Es war ein Petersfisch, auch St. Pierre genannt. Sehenswert war auch der große Leng. Wir möchten uns hier nochmals bei Stefanie und Carsten bedanken. Sie tun wirklich alles, damit sich ihre Gäste wohlfühlen können. Hier haben sie eine Glasverkleidung anbringen lassen, damit man vor den Westwinden besser geschützt ist. Es funktioniert ganz hervorragend. Für das Strandhaus wurden sogar Designer-Rollos nach Maß angefertigt und angebracht. Sie schützen vor starker Sonneneinstrahlung und halten so die Temperatur im angenehmen Bereich. Am letzten Morgen hatten wir noch einmal einen fantastischen Sonnenaufgang mit einer nicht alltäglichen Morgenröte. Es war wieder eine wunderbare Zeit auf Gratisdee. Den Kaffee und Smalltalk bei Marianne und Nils sowie die schöne Zeit mit Arian und Tommy, die immer als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, werden wir in ständiger Erinnerung behalten. Ihr seid einfach großartige Menschen. Vielen Dank für diese Gastfreundschaft in Bohauk. Wir sehen uns im kommenden Jahr ganz bestimmt wieder.